Seitdem Ilka von Schönleben an der Uni aufgetaucht ist, kann Jan Keller keinen klaren Gedanken fassen und muss vor lauter Nervosität sogar seine Vorlesung abbrechen. Um mehr über das Verhältnis zwischen den beiden herauszufinden und über das ominöse Handyvideo, nimmt Felicitas einen Job als Assistentin bei Jan Keller an. Aber auch Rebecca Hausmann scheint in dunkle Machenschaften verstrickt, gemeinsam mit ihrem Bruder, dem fiesen Manfred Schwarz. Was treiben die beiden nur für ein Spiel? Ein neues Leben fängt an, denke immer daran, wer du wirklich bist. Es gibt Schwarz oder Weiß, Feuer und Eis und du mittendrin. Auch wenn es lange dauern kann, alles ist möglich. Lieben im ersten Semester, Liebe ist, was ich wirklich brauche. Lieben im ersten Semester, Lieben kann es wirklich sein. Liebe, die erste, die wahre Liebe. Hey, Philly, Philly, hier bin ich. Was für ein Sauwetter. Hallo, Henrik. Na, wie war dein Wochenende? Boah, frag nicht. Ich durfte meinen Eltern im Haus helfen. Die haben sich eine neue Küche gekauft. Schönes Chaos war das. Also, mein Wochenende war ziemlich relaxed. Ich habe die meiste Zeit nur vor der Glotze verbracht. Kein Wunder bei dem Wetter. Wollen wir nicht mal reingehen? Ja, schnell. Also dann, ab in die Höhle des Löwen. Hä? Wie meinst du denn das? Ja, ich meine, das Jan Keller. Oh, hör jetzt auf damit. Du hast auch selbst gesagt, dass an dem Video was faul ist. Jan Keller hat nichts getan. Ich habe gesagt, vielleicht ist an dem Video was faul. Ich habe nicht gesagt, dass Jan Keller unschuldig ist. Du, Hendrik. Ja? Ich muss dir was sagen. Du hast was? Ja, ich habe eingewilligt, dass ich für Jan Keller arbeite. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Philly, du weißt doch gar nicht, auf was du dich da einlässt. Was, wenn er wirklich so ein Psychotyp ist? Ach, der Psychotyp zahlt 400 Euro im Monat. Und es ist mehr als genug Geld, um vielleicht in eine WG einzuziehen. Auch Psychotypen können durchaus ihren Reiz haben. Also, wenn ich es mir so recht überlege. Weißt du, wer will schon einen langweiligen Job, wenn er für Jack the Ripper arbeiten kann? Na also, aber jetzt mal im Ernst. Ich glaube nicht dran, dass Jan irgendeinem Menschen was antun kann. Jemand wie der schlägt einfach keine Frauen. Also ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, du kennst den doch kaum. Es ist auch mehr so ein Gefühl. Aber ausschließen will und kann ich das natürlich nicht. Deswegen ist das doch die Chance. Wieso? Na, wenn ich für Jan Keller arbeite und in seiner Nähe bin, dann finde ich vielleicht raus, was es mit diesem Video auf sich hat. Die Wahrheit, Hendrik. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Na, und wie gesagt, 400 Euro für 3 Tage arbeiten die Woche. Heißt das, du ziehst bei mir ein? Ja, das heißt es dann wohl. Oh Mann, super, ey. Felicitas Reinke, du bist meine Rettung. Wann geht's los? Also, ich muss erst noch mal mit meinen Eltern sprechen, aber... Also, ich glaube, die haben sich eh schon mit dem Gedanken abgefunden. Mann, hey, Philly, hey, danke. Das wird super. Mhm. Wir beide in einer WG und du bist sogar noch als Spion bei Jan Keller eingeschleust. Weißt du, dann sind wir ja beide wie James Bond, also zwei James Bonds. Ja, 007 und 008. Ja, bitte. Herr Keller? Ja, also, hier bin ich. Ah, Felicitas. Schön, dass Sie dabei sind. Wie geht's Ihnen denn? Gut. Ach, jetzt seien Sie mal nicht so nervös. Gibt gar keinen Anlass dazu. Sie können gar nichts falsch machen. Sagen Sie. Ach Mensch, das... Hey, das wird schon toll. Sie werden mir wirklich eine ganz große Hilfe sein, glauben Sie mir. Und
So, Moment. Zur Feier des Tages habe ich mir gedacht, ein Gläschen Sekt. Um unser Dienstverhältnis gebührend zu beginnen. Uah, schnell, der schäumt nämlich gerade über vor Freude. Halten Sie mal schnell Ihr Glas drunter. Herr Keller, also jetzt nicht böse sein, aber ich trinke gar keinen Alkohol. Kein Alkohol? Nein, tut mir leid. Nicht mal ein Gläschen Sekt? Nee, nicht mal ein Gläschen Sekt. Ich bin echt kein Freund von sowas. Ja, wenn das so ist, dann... ich möchte jetzt natürlich nicht zwingen, dann... wie wär's dann mit einem Keks? Einem Keks? Ja, ich müsste noch welche in meiner Schublade haben. Moment, ich dachte einfach, ich... Dass Sie mir einfach so einen Keks anbieten könnten. Ja, oder essen Sie auch keine Kekse? Doch, sehr gerne. Hier, ist auch kein Alkohol drin. Obwohl, Moment, Marzipan-Amaretto-Füllung. Scheiße. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Sie das... Ich denke, da könnte ich mal eine Ausnahme machen. Na dann, auf gute Zusammenarbeit, Frau Reinke. Darf ich Ihnen mal was sagen? Also ich würde es schöner finden, wenn Sie mich Felicitas nennen. Okay, Felicitas. Ich bin Jan. So, Schwesterchen, wo ist denn nun das neue Mädchen, von dem du glaubst, sie sei genau die Richtige für mich? Manfred, ich hab dir gesagt, du sollst dich hier nicht so aufführen. Wir müssen diskret vorgehen. Ganz ruhig, Rebecca. Wir sind hier mitten auf dem Flur einer riesigen Universität, unter Hunderten von Menschen. Unwahrscheinlich, dass ich hier irgendeinen Verdacht errege. Nein, natürlich nicht. In deinem weißen Anzug siehst du auch gar nicht aus wie ein Zoohälter. Und glücklicherweise hast du noch deinen komischen Bodyguard-Typen mitgebracht, diesen Stottermaxe. Das ist ein Name, der ihm eigentlich gar nicht so gefällt. Außerdem ist er zahm wie ein Lamm. Oder, Max? Ich bin jetzt gar nicht so richtig im Bilde. Habt ihr zwei was gesagt? Nicht so wichtig, Max. Oh Mann, der Typ ist ja noch dämlicher, als er aussieht. Haben Sie was gesagt, Frau Hauf? Frau Hauf? Hausmann ist der Name, du Idiot. Manfred, wie kannst du nur mit so einem Versager zusammenarbeiten? Glaub mir, Stottermaxe hat seine Qualitäten. Wenn es darauf ankommt, dann kann er plötzlich ganz überzeugend sein. Außerdem arbeiten wir nicht zusammen. Er arbeitet für mich. Na großartig. Wenn der Glatzkopf mich beißt, dann fliegt er direkt raus. Ist das klar? Warum so verkrampft? Wir sind doch nur hier, um uns ein bisschen umzuschauen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich nicht das ein oder andere Mädchen einen Euro dazu verdienen möchte. Also, wo ist jetzt die neue, diese Ilka von Schönleben? Ich werde mich schon drum kümmern. Die ist mir gleich in der ersten Stunde krumm gekommen. Gute Maße, eine, die bestimmt gut in deinen Escort-Service passen würde. Das klingt doch gut. Also, treffen wir jetzt bald diese von Schönleben? Nun, ich glaube zumindest, dass ihr Kurs gerade zu Ende ist. Hat mir ein Kollege vorhin erzählt. Das da, das ist sie. Ilka von Schönleben. Habe ich da eben meinen Namen gehört? Oh, Frau Hausmann. Wenn ich mich eben vorstellen dürfte. Mein Name ist Schwarz. Manfred Schwarz. Sollte ich Sie kennen? Es hätte mich zumindest gefreut. Aber da Sie das ja anscheinend nicht tun, würde ich Ihnen gerne bei einem Kaffee einiges zu meiner Person erzählen. Ich kaufe nichts. Und Sie können sich auch gleich abschminken, dass ich eine Versicherung abschließe. Ihr Typen von der Hamburg-Mannheimer widert mich an. Die Kleine gefällt mir, Rebecca. Ein bisschen störrisch, aber mit der richtigen Erziehung. So, ich muss jetzt zur Maniküre. Wenn Sie mir also bitte aus dem Weg gehen würden... Sie würden eine Menge Geld verdienen. Ich habe Geld. Mein Vater ist einer der bekanntesten... Ich habe ein paar Erkundigungen über Sie eingeholt, Fräulein von Schönleben. Es mag ja stimmen, dass Ihr Vater über ein gewisses Vermögen verfügt, aber was Sie betrifft, da sitzt Vatis Geldbörse nicht allzu locker. Mit anderen Worten, Sie sind so gut wie pleite. Woher... nehmen Sie sich die Frechheit heraus und glauben... Also Beziehungen, meine Gute. Also wie gesagt, es geht um eine Menge Geld und um einen Job, der, naja, der Ihnen eigentlich liegen dürfte. Also, wenn Sie Ihre Meinung vielleicht doch noch ändern, hier ist meine Karte. Ich hätte gerne auch so eine Visitenkarte. Da dürfte leider nicht genug Platz für deinen Namen drauf sein. Du Affe. Was war denn das für ein Typ?
Moment mal. Manfred Schwarz, Escort Service. Unser Motto, wir kommen immer in Schwarz. So ein Idiot. So, Herr Keller, ich wäre dann mit den Akten soweit fertig. Hey, das ging aber flott. Ist ja ein sehr interessanter Fall, über den Sie da Ihre Doktorarbeit schreiben. Aber auch ein sehr heißer Fall. Betrug, Bestechung, Schwarzgeld. Aber ich denke, darüber sollten wir mal in Ruhe reden. Ich habe Sie heute schon viel zu lange hier aufgehalten. Ich würde sagen, Sie machen sich jetzt noch einen schönen Restnachmittag. Ja? Wir sehen uns dann morgen. Okay, bis dann. Vielen Dank nochmal. Ja, haben Sie was vergessen? Ich dachte, Ilka. Hallo, Jan. Ich habe dir gesagt, es ist vorbei und du hast kein Recht, hier einfach so reinzuplatzen. Es geht um das Video. Du weißt, wovon ich spreche. Das Video? Ganz genau. Das Video, auf dem eine ganze Menge zu sehen ist, falls du dich erinnerst. Was willst du? Sagen wir es mal so, ich bin ein bisschen knapp bei Kasse und da ich ja weiß, dass du nicht schlecht verdienst, da dachte ich, also vielleicht nennen wir es mal ein monatliches Taschengeld. Ilka, ich lasse mich nicht von dir erpressen. Nicht mehr. Oh, meinst du wirklich? Ich glaube, ich muss dich wohl vom Gegenteil überzeugen. Ein neues Leben fängt an, denke immer daran, wer du wirklich bist. Es gibt Schwarz oder Weiß, Feuer und Eis und du mittendrin. Auch wenn es lang ist.